Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt, meine lieben Freunde. Ja, hier sind wir gestern runtergesprungen und sind gestorben. Und ich habe alles komplett nochmal machen müssen. Deswegen sehe ich jetzt auch wieder anders aus, weil der Rüstungsschmied, von dem wir die Hose, die Schuhe und die Handschuhe gekauft haben, der hatte auf einmal diese Schuhe, die Hose und die Handschuhe nicht mehr im Angebot. Deswegen konnte ich die dann nicht kaufen, aber ich habe gleich was erledigt. Und zwar habe ich hier, wie ihr seht, die ganzen Zettelchen noch mit abgearbeitet. Dass wir die nicht in der Aufnahme machen müssen, weil das wäre bestimmt ein bisschen langweilig gewesen. Und ja, ich denke mal, damit habe ich euch einen Gefallen getan. Und somit können wir zur nächsten Quest schreiten. Wir haben hier sogar noch Stufe 10, Stufe 11. Ja, da wäre die nächste Stufe dann die 10, würde ich sagen. Ne? Schatzsuche. Ja. Wer das nächste Stufe 10, der möchte gern Hexer. Und soweit ist es gar nicht weg. Wir haben auch ein anderes Schwert bei einem anderen Händler noch gekauft. Das ist ein bisschen, ja, es fehlen mir jetzt ein paar Sachen. Geld ist halt auch nicht mehr so viel. Und naja, alles ein bisschen, ein bisschen anders, als wo ich ausgemacht hatte. Aber naja, ich konnte ja nicht ahnen, dass ich komplett alles nochmal machen musste. Also ich bin von dem einen Kaff, wo wir die Rüstung gekauft hatten. Von da musste ich alles nochmal machen. Ja. So sieht das aus. Aber das habe ich alles im Off gemacht. Um dass wir hier schön weiter zocken können. Sule. Was ist mit deinem Gesicht? Hey. Hey. Hey, hey, hey. Sudeli. So sieht das aus, würde ich sagen. Wir reiten noch 300 Meter. Da lang, da, Mensch, da lang müsste. Letztes Mal ist das Pferd hier nicht drüber geritten. Eigenartig. Da ist der Friedhof. Ja, komm, steig schon ab. Ich bin gespannt, was wir da für einen Hexer finden. Da wieder Fußspuren. Wir gehen natürlich den Fußspuren nach. Danke, danke. Ach, du kommst gerade recht. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Ähm.
Hier ist nur ein Hexer. Dieser Mann ist ein Scharlatan. Er reist von Dorf zu Dorf und legt die Leute rein. Nein, so ist das nicht. Ich kann alles erklären. Bestimmt. Er ist ein Gauner, ein Betrüger. Oh, wir haben Gesetze für seinesgleichen, besondere Strafen. Danke, dass du ihn enttarnt hast, Meister Hexer. Ihr solltet ihn zum Dorfältesten bringen. Natürlich. Der entscheidet, was aus dem Halunken wird. Der letzte Betrüger, der hier durchkam, hat mit Falschgeld gezahlt. Wir haben ihm die Hand abgehackt. Gewiss wird euer Ältester dafür sorgen, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Fangt damit an, dass ihr ihm das Schwert abnehmt und sein Medaillon ins Feuer werft. Lebt wohl. Tja, da hätte sich mal nicht mit mir anlegen sollen. Und verarscht nicht einfach einen Hexer. Ja, ich wurde jetzt mal fies. Bin ich ehrlich. Ich wurde jetzt mal gemein. Ich habe diesmal etwas gnadenlos gehandelt. Aber ich glaube, es muss auch mal sein. So, Quest. Level 10. Also hier unten war ja sowieso nichts mehr, ne? Ich kann noch mal ganz kurz das nächste Hexeraufträge. Level, also ist schon noch was, klar, aber... Ja, jetzt kommt wieder Level 11. Und zwar hat man hier auf die Fährte. Auf der Fährte, oder... Fliegende Fäuste. Es gab auch voll, dass im WLAN ein Faustkampfturnier gab, beschloss er, seine Stärke zu testen. Und hier, während der Hexer durch die Scherben streift, und Domikats Chloris be... Ich würde sagen, wir mal hier auf der Pferde. Wir haben mal wieder ein Monster. Warte mal, vielleicht könnte man ja sogar eine Quest annehmen, die näher dran ist. Vielleicht haben wir ja sogar... Vielleicht ist die ja näher dran. So ist gut. Ja, wir nehmen die. Oh Gott. Na, dann werden wir uns mal rumbrüdeln. Besiege den Schmied. Müssen wir das Kaff rein? Achso, wir müssen das so rüber. Wir müssen darüber. Besiege den. Oh, dieses. Ja, gut, es reitet nicht weiter. Dann besiegen wir mal den Schmied. Ey, ich hoffe. Das ist aber toll. Was mich jetzt mal interessiert, bleibt hier wieder das Programm hängen oder... Ey Leute, ich krieg hier noch eine Macke mit dem Programm. Ich kann natürlich auch sein, dass wir erst 8 Minuten aufnehmen. Ich hoffe es. Das Programm bleibt nämlich einfach stehen. Bei einer bestimmten Zeit und dann irgendwann mal läuft es dann weiter. Wenn ich da nicht genau in dem Moment hingucke, sehe ich das nämlich auch nicht. Und das ist das Problem, warum manche netten Aufnahmen nicht mehr so nett sind. Oder so. Boah. Plus ein paar Meter waren es noch und... Hier hinter? Begrab mich mitten verspieren in Humpen. Keiner ging gegen der Schmied hier. Ist der stärkste im Dorf. Du da! Tja. Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Genau richtig für unser Turnier. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Was sagst du? Kann losgehen. Ach komm, wir machen höchst Ding, oder? Komm. Kann losgehen. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen.
Der Hexer tritt gegen den Schmied an, dem die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Der Schmied. Na komm schon. Er muss schon umfallen. Oh, Tür aufgemacht. Okay, wir haben den Schmied besiegt. Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Wenn du Meister von Velen werden willst, musst du noch zwei Leute schlagen. Jonas aus Schwarzzweig und einen Fischer aus Lindenthal, den man Fischfresser nennt. Du da, Weißer, hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Okay. Fischfresser, klingt gut. Komm, Plätze, komm! Los, lauf! Lauf, Pferdchen, lauf, lauf! Meine Fresse! Ich hab doch dahin gelächelt. Das ist Wahnsinn. Dieses Pferd, das dreht völlig am Rad. Die smoken die, wo sie sich wieder. Ah, oh, das ist ein blöder Fischer. Haben wir uns jetzt mit irgendwelchen scheiß Fischern angelegt. Wir reiten durch. Und hauen dem Nächsten auf die Fresse. Das ist wieder über die Brücke. Da bleibt doch das scheiß Pferd wieder stehen. Nee, doch nicht. Hey, das ist mal nett zu mir. Boah, aber die Wegbeschreibung ist nicht nett zu mir. Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Natürlich. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Okay. Na komm, schraub hoch. Ich bin kampfbereit. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem Hammer. Na dann, Herr Fischer. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Ich denk nicht dran, absichtlich zu verlieren. Wenn du gewinnen willst, musst du mich schlagen. Richtig. So haut man den Dame Zander, den kleinen Sack. Okay, schlag zu. Oh, da hat er einen ganz schönen Schlag drauf. Tja, nicht besiegt. Ja, wir hätten es ahnen können. Der Hexer hat dem Fischfresser die Fassade neu ausgerichtet. Fast war es eine herzerwärmende Renovierungsmaßnahme. Ui, wir ankamen. Da ist noch Jonas. Gegen den kannst du antreten, wenn du willst. Fischfresser. Was willst du? Ich musste gewinnen, aber deine Familie soll nicht hungern. Hier, nimm die Börse. Das... Oh, danke, Meister. Noch eine gute Tat am Ende. Geh mir aus den Augen.
Kannst du jetzt noch mehr geben? Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Oh ja, das sagen sie alle. Komm, Blitze. Mach langsam. Ich frage mich gerade, ob das überhaupt Blitze ist. Ich glaube ja, ne? Warum so eilig? Warum so eilig? Warum nicht? Och, ey. Ach, das gibt es doch nicht. Was macht das Pferd denn? So. Und auf zum letzten Kampf. Fressbrett ausrichten. Yes. Ja, sehr schön. Wieder mal ein kleiner Weg. 600 Meter. Dürften wir eigentlich schon schaffen, oder? Schaffen wir schon, oder? Kriegen wir schon zusammen hin, dahin zu reiten. Na? Hab ich recht? Na? Na? Ja, Leute. Seid ihr eigentlich schon mit The Witcher durch? Habt ihr echt schon das Ding durch? Weil okay, ja, ich denke mal, ja klar, da haben es viele schon durch, weil es ist ja nicht jeder so wie ich und kann oder zockt nur begrenzt, sagen wir mal so. Ich denke mal, wer das Spiel gespielt hat, da wird das suchten tagtäglich und bis es dann durch ist. Aber ich spiele ja jede Woche mal ein paar Stunden oder von daher, tja. Aber mich würde es mal interessieren, für die Leute, die vielleicht das Spiel schon durch haben und sich so noch ein bisschen erinnern können und hier das mein Let's Play hier verfolgen, ob sich die Geschichte bei denen, wenn sie andere Entscheidungen gemacht haben, ob sich da die Geschichten sehr verändert haben, das würde mich mal interessieren. Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich, Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Wie lauten die Regeln? Es wird hauptsächlich mit den Fäusten gekämpft. Aber ein gelegentlicher Tritt in die Eier wirft auch keine Fragen auf. Besiege Jonas, dann den Schmied und dann Stan Fischfresser. Dann darfst du gegen den Feldwebel antreten, den Meister von Wählen. Okay. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Ja, dann komm mal ran, kleiner Jonas. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Richtig. Leute, nicht länger. Komm schon. Komm näher. Wow. Komm, schlag. Batz. In die Wiese gedingst. Oh. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Wählen? Wer weiß? Wenn du Meister werden willst, geh nach Krähenfels und frag nach dem Feldwebel. Oder versuch dich in Novigrad, da wird auch gekämpft. Und in Skellige. Okay, Kämpfe gegen den Feldwebel. Geräuchertem Schinken, Schmalz, roten Würsten. Jetzt bringen sie Eichelmehl und Büschel mit Klettern. Wieder überall nur Gesindel. Einen guten Tag. Ne? Sag ich doch. Und du bist der Hexenmann, der Mutant? Ja, ich bin der, der eure ganzen Spasten aufmischt hier, Alter. Kann man Milchmädchen melken? Das ist die Frage. Das muss bestraft werden. Ich würde sogar sagen, dass wir den noch in dem Part mitnehmen, den wir jetzt auf
den wir jetzt verhauen sollen. Ein Feldwebel. Feldwebel. Louis, mach doch mal schneller. Da lang. Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader. Ja. Radabing. Wenn ich den Spacken jetzt aufs Maul hauen darf. Seht nur, gute Leute, endlich ein würdiger Gegner für den Feldwebel. Der Sieger wird der Meister von Wählen sein. Du gereister Mann bist. Also sag mir. So. Dann holen wir uns noch den Feldwebel weg. Ha! Wen haben wir denn da? Der Baron ist nicht da, aber das Geschäft scheint zu brummen. Die Leute sind auf Faustkämpfe schärfer als je zuvor. Karl Dahl, hast du gesehen? Oder guck mal den der an. Der Baron ist nicht da, aber das Geschäft scheint zu brummen. Die Leute sind auf Faustkämpfe schärfer als je zuvor. 80. Aber hippa. Fangen wir an. Na schön, komm zu Papi. Hab ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Komm, halt zu. Batz. Batz. Komm. Batz. 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 So sieht's aus. Welch ein Kampf! Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass der Hexer den Feldwebel besiegt hat und nunmehr Meister von ganz Wählen ist. Wenn du nicht genug kriegen kannst, findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend. In Skellige auch. Okay. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Hals, Maul. So, meine Freunde. Wir sind Meister von Novigrad. Oder so. War das richtig? Nee, von Wählen, Entschuldigung. Und ja, würde ich sagen, war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, ne? Wisst ihr Bescheid. Gebt da ein Däumchen nach oben. Und ja, wenn ihr weiter dran bleibt, könnt ihr ein Abo dalassen. Und das würde mich sehr freuen. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.